Da ist das auch manchmal nicht so einfach, weil, das werden die Herren hier sicherlich auch sagen, dass es eine unterschiedliche Situation in der Bundesrepublik insgesamt gibt. Und wir natürlich hier vor Ort immer wieder die Stimme erheben müssen, nämlich auch wieder zurückzublicken, was nach der Wende passiert. Und da kann man ja genau in die Krankenhausplanung reinschauen, da hat nämlich der Bundestag überhaupt nichts mit zu tun, sondern das ist die Landeshoheit. Wir leben im Föderalismus und jedes Land stellt selber die Daseinsvorsorge sicher und stellt natürlich auch ihre Pläne auf, was soll denn wo sein und wie sollen die Wege beschritten werden. Welche Krankenhäuser können wir uns noch leisten? Wir haben Ärztebedarfe. Wo sind die Ärzte? Und da gibt es auch Studien und da werden Sie mir vielleicht zustimmen. Wir haben keinen Ärztemangel. Die Ärzte sind nur am falschen Fleck. Starnberger See, Berlin, Ballungszentren, München. Insofern ist die Frage, ob wir wirklich zu viele haben, die wir nur anders verteilen müssen. Da möchte ich mal primär über das reden, wovon ich was verstehe, nämlich über unser Bundesland. Wir haben, wenn wir, ich denke mal, die meisten, die hier sitzen und lokal die Probleme kennen, sagen, die Probleme sind an zwei Stellen. Das sind bei Hausärzten im fachärztlichen Bereich sicher ganz vorne dran. In vielen anderen Fächern haben wir eigentlich kein Versorgungsproblem. Hier haben wir das. Nehmen wir mal die Augenärzte. Mit Augenärzten ist die Versorgung hier wirklich schlecht. Das ist bekannt. Aber das Gesetz, was gerade eben gestellt wurde, was man auch mal so Landarztgesetz genannt hat, das vorher ist ja schon mal in Kraft gebracht, sagt ja, man muss dort, wo zu viele sind, das abbauen und dorthin, wo zu wenig. Ja, die meisten Augenärzte über den Plan sind in Sachsen und Zwickau. Ist ja von denen zu ganz weit weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche schon froh wären, wenn er jetzt problemlos in Zwickau einen Augenarzt hinkriegen würde und sagen, ich fahre dann das mal dorthin. Ja, als nächstes kommt dann zum Beispiel Torgau-Oschatz und Bad Zittau. Also dort haben wir auf dem Papier die meisten Augenärzte. In den Großstädten haben wir relativ deutlich weniger. Also in Sachsen wird es überhaupt nicht funktionieren, wenn man den Augenarzt aus Görlitz oder aus Torgau-Oschatz irgendwo umverteilt oder nach Aurach. So etwas mag, wenn dann, für bundesweit betrachtet sein, aber wenn die bundesweiten Umzugsinteressen, gerade auch von Ärzten, von Westerhaus, glaube ich nicht so richtig. Und auch von Berlin nach außen, in dieses Umland, glaube ich nicht so richtig. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass der Arzt, der in Berlin geboren, in Berlin studiert, aufgewachsen, zur Schule gegangen, studiert, Arztausbildung gemacht hat, und dann in Berlin keinen Job findet, dann lieber Taxi fährt. Und dass der bitte lieber weiter Taxi in Berlin fahren soll, als vielleicht dann Hausarzt in Lokomarkt werden. Das möchte ich der deutschen Bevölkerung nicht zumuten. Ja? Also man muss auch sehen, dass manche Planspiele einfach nicht funktionieren, weil ich brauche Ärzte, die dort hinpassen. Wer am Ende dort nur unter Androhung körperlicher Gewalt dort hingeht, der wird doch der Bevölkerung, glaube ich, nicht so richtig helfen. Leider haben wir bezüglich der Frage, wie viele Ärzte brauchen wir, das ist immer noch eine Theorie, ist eigentlich eine politische Entscheidung, wie viele Ärzte brauchen wir überhaupt für die Versorgung. Weil es gibt Länder, die haben nur halb so viele Ärzte pro Bevölkerung und die Leute sind zufrieden. Beispiel Großbritannien, Schweden. Die Wege zum Arzt. Das ist alles eine Gewohnheit, wie das entstanden ist, was manchmal auch kultureller Unterschied war. Also zu sagen, es gibt eine objektive Zahl, ich brauche auf 1000 Einwohner einen Allgemeinmediziner oder 2000 Einwohner Augenarzt, das gibt es einfach nicht. Da muss man sich darüber committen, wie man es haben möchte. Anders geht es nicht. Ja? Und man muss, das ist schwierig, wir haben ja einfach die Historie bemüht, man hat eben gesagt, im Jahr 1990 hat es in den alten Ländern kein Ärztemangel gegeben und die durchschnittliche Einwohnerarztrelation hat man als 100% genommen. Gesagt, da ist es viel. Das ist sehr pragmatisch, aber auch nicht ganz falsch. Aber was ist passiert? Sachsen-Anhalt gibt, wo es gibt, wo Sachsen momentan an Sachsen-Anhalt drei Rote haben, aber auch noch das älteste Bundesland. Und damit kriegen wir ein Problem. Die jungen Leute sind nach dem Westen abgewandert und
für jeden, der dann erfahren hat, braucht man auf dem Papier schwedische Ärzte. Aber das waren die jungen Leute, die haben eben niemals gebraucht. Aus dem Grunde habe ich, wie gesagt, wir hatten den größten Druck, weil die älteste Bevölkerung, habe ich mich vor vielleicht 6 bis 8 Jahren intensiv darum bemüht, dass in die Bedarfsplanung ein Demografiefaktor eingeführt wird, dass zumindest berücksichtigt wird, dass wenn die Bevölkerung älter ist, bei der älteren Bevölkerung braucht mehr Ärzte. 2 Ausnahmen, Psychotherapie und Gynäkologie, kann man sich alles erklären. Am drastischsten ist es andersrum bei den Urologen, dann haben wir schon die Ärzte. Also die brauche ich einfach viel mehr, wenn die Bevölkerung älter. Damals habe ich mich leider auf Bundesebene 2 Jahre, ich nehme da auch unsere lokalen Krankenkassen immer aus, aber mit dem Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung rumstreiten müssen, bis es dann gegen massiven Widerstand der Demografiefaktor ins Gesetz kam. Übrigens genau so, wie ich ihn als Modell entwickelt habe. Es steht nun seit 3 Jahren im Gesetz drin. Bin ich erstmal ganz froh, wenn das nämlich nicht wäre, dann hätten wir bei Hausärzten und bei Augenärzten auch bei Ihnen eine Regelversorgung. Dann würde die Einwohner-Arzt-Relation stimmen. Ja, sie stimmt auch nicht. Nur, ich muss jetzt zuallererst mal die Analyse machen und muss Zahlen haben, woran die mir auch wirklich sagen, also hier ist ein Mangel. Ja? Und jetzt haben wir den Mangel, nur wir haben ihn eben leider zu lange negiert. Und vielleicht auch mit solchen pauschalen Zahlen, wir haben eigentlich viel zu viele Ärzte, die müssen nur anders verteilt werden. Das Verteilen ist nicht so einfach wie auf dem Schachbrett. Und jetzt kommen wir zur Frage, wenn es im Durchschnitt in unserem Land die Versorgung eigentlich doch noch recht gut ist, dann sehe ich auch mal wirklich das Problem der Perspektive. Ich glaube, wenn es so bliebe, wie es momentan ist, da sollte mir kein zufrieden sein. Ich sehe die Zukunft schwierig. Und warum gerade hier, warum gerade in diesem Teil der Sachsen? Und ich denke mal, wenn es vieles an solchen Themen wie Verkehrsinfrastruktur. Da ist eben das Burgland schon mit von Sachsen, mit vielleicht der Region Löwen, Region Zittau, wo bis zur nächsten Großstadt, Chemnitz, Leipzig, Dresden, mit dem längsten Weg gibt und was insofern dann eben auch für junge Ärzte wenig attraktiv ist. Es gibt zwar auch eine schrumpfende Bevölkerung, aber wir haben ja das Problem, dass die Zahl der Ärzte schneller schrumpft. Sonst wäre es ja wieder gut, bisher nicht. Und zu meinen, alte Ärzte und alte Bevölkerung passt gut zusammen, das ist einfach ganz falsch. Aber wir haben eben auch eine Infrastruktur, eine lokale Infrastruktur, die ja auch abgebaut wird, wenn es in der Kleinstadt oder in einem größeren Dorf eben halt keinen Lebensmittelladen mehr gibt und keine Post mehr gibt und öffentlichen Personennahverkehr auch kaum, sagt man, okay, dies gibt es alles nicht mehr, was es früher mal gab. Sagt man, okay, ist nicht so ein Problem, durch die heutige Mobilität der Bevölkerung kann man das kompensieren. Aber der Arzt wird immer noch dort sein. Das wird schwierig. Ja? Das wird einfach schwierig, wobei eben die mir schon klar ist, die Mobilität der Bevölkerung, immer der Älteren, die Ärzte brauchen, ist natürlich nicht so wie die durchschnittliche Mobilität der Bevölkerung. Wer ein Auto hat, das ist das gar nicht so wichtig, aber wer kein Auto hat und nicht mehr Auto fahren kann und darf, und im Alter, der hat dann ein richtiges Problem. Aber nachdem wir nun also die entsprechende Analyse gemacht haben und zum Glück in der Bedarfsplanung auch abgebildet haben, dass wir dort einen Versorgungsmangel haben, also zum Beispiel Auerbach hat eben einen Versorgungsgrad, oder das Burgland-Plan, so etwa von Durchschnitt 93%, in Reichenbach sieht es auch ganz schlecht aus. Also in Reichenbach haben wir erstmalig eine wirkliche Unterversorgung nachsetzen. Aber das war für uns absehbar seit doch schon einigen Jahren. Und nun haben wir uns überlegt, was können wir denn tun? Denn wir als Kassenärztliche Vereinigung können keinen Arzt irgendwo uns selber schaffen, sondern der muss einen Studienplatz haben, der muss ein Studium absolvieren, muss eine Facharztausbildung haben. Und dann muss er erst einmal tätig werden. Ja? Und daraufhin haben wir dann zum einen eine Initiative unserer Staatsregierung unterstützt, die an Studenten, die in Sachsen studieren, ein Stipendium zahlt, wenn sie anschließend in einem unterdurchschnittlich versorgten Gebiet in Sachsen tätig werden als Ersatzärzte. Und wir haben als Kassenärztliche Vereinigung mit Finanzierung durch die Finanzierung von
Gelder, die eigentlich den Ärzten als Honorare zustehen. Den gleichen Teil haben die Krankenkassen nochmal dazugegeben. Mittlerweile für das jetzt dritte Jahr ein Studium für 20 zukünftige Ärzte an der Universität Wedel-Ungarn finanziert. Und das kostet so ungefähr 80.000 Euro das Gesamtstudium, was wir dort finanzieren in den Studiengebühren. Auch wieder mit der Bedingung, dass die dann später in unterversorgten oder schlechter versorgten Gebieten Sachsen tätig werden. 20 pro Jahr sind sicher nicht so furchtbar viel. Noch 30 für diese Initiative vom Land. Aber wenn ich dagegen, ich erinnere, ich war am Freitag in Wien und dort war ich in Kostüm, da war auch die sächsische Sozialministerin mit dabei, bei der Ärztekammer in Österreich. Österreich geht davon aus, sie würden 400 Allgemeinmediziner pro Jahr brauchen. Wenn man bedenkt, dass Sachsen ungefähr die Hälfte der Bevölkerung von Österreich hat und diese ältere Bevölkerung eigentlich wirklich den halben Bedarf, wird man also 200 brauchen. Das sind wir weit entfernt. Ob allerdings die eine Chance haben in Österreich, die 400 bekommen, das weiß ich auch nicht. Aber es ist zumindest mal eine Zahl, die man genannt hat, das brauchen wir eigentlich. Das ist nicht stimmen würde. Und wir sehen daran, es fehlt doch erheblich. Und jetzt möchte ich vor einer Lösungsmöglichkeit warnen. Und da muss ich jetzt mal ganz böse sein mit dem Aushandlungsvorwurf machen. Vor 15 Jahren hat die Friedrich-Ebert-Stiftung in Potsdam eine Veranstaltung durchgeführt und dort wurde auch ein sachverständiges Gutachten in Auftrag gegeben zur Frage der Ärzteversorgung in Deutschland. Und in diesem wurde also noch eine massive Überversorgung in Deutschland angegeben und auch für die Zukunft nicht relativiert. Und was ich damals nicht gut fand, weil es war ein Signal nach dem Motto, also Arzt, Ärzte brauchen eigentlich ambulante auch keine mehr. Ja? Ist nicht unbedingt gut. Und zum anderen war dort der Lösungsvorschlag, wie man es in Zukunft gestalten will, waren angestellte Ärzte im medizinischen Versorgungszentrum. Und ich bin ein bisschen entsetzt, dass obwohl man mittlerweile die Daten kennt, immer noch in Teilen geglaubt wird, dass die Anstellung von Ärzten in einem medizinischen Versorgungszentrum die Probleme löst. Ich denke, es gibt einen Teil Ärzte, die wollen noch angestellt arbeiten. Die muss ich eine Chance schaffen, wo die arbeiten können und das ist in Ordnung. Aber ich muss einer Sache mir bewusst sein, ein Arzt, der in einem medizinischen Versorgungszentrum angestellt arbeitet, Arbeitsvertrag für 40 Stunden hat, arbeitet auch noch 40 Stunden. Wenn den Niedergelassenen alles Mögliche vorgeworfen wird, aber dass einer sagt, die würden zu wenig arbeiten, die würden nur 40 Stunden die Woche arbeiten, das wird nicht behauptet. Ja? Und das ist ein Problem, aber das nächste Problem besteht eben darin, dass heutzutage erstmal der Anteil der Frauen immer höher wird im Studium. Und nun ist es mal so, dass eine Frau, wenn ich meine, auch Ärztin soll Kinder kriegen, eine geringere Lebensarbeitsleistung haben wird. Das ist einfach so. Ich selber erlebe das immer wieder, wenn ich auch von Kollegen und Freunden gefragt werde, ich brauche mal einen Orthopädentermin. Und wenn man dann fragt, was hast du denn? Und dann wird es schon seit 3 Monaten im Knie, aber morgen muss der Termin sein. Da frage ich mich dann schon, mit welcher Erwartungshaltung geht es zu jemandem durch die Gesundheitswelt. Und auch das muss man, glaube ich, den Einwohnern in Sachsen sagen. Ja, wir werden vielleicht weiter reden, die 55 genannten Grundversorgung, aber wenn sie werden wir nicht haben, da bin ich überzeugt von. Aber wir werden für einzelne Professionen in der Fachärzteschaft vielleicht weitere Wege haben. Ja, aber wir müssen auch überlegen, ob dieses Anspruchsdenken, was wir aktuell haben, denke man, Sie sprachen es an, so oft zum Arzt zu gehen. Wir haben in Sachsen mittlerweile 18 Arztpatiententermine im Jahr. Können Sie überlegen, alle Anwesenden, wie oft Sie zum Arzt gehen und wer den Rest erledigt von Ihren 18 Besuchen. Auch das ist ein Teil des Problems. Und ich würde das auch nicht ins Lächerliche ziehen, die zum Arzt gehen, haben subjektiv sicher etwas gesagt, keine Frage. Aber ich glaube auch da gehört ein Stück weit Ehrlichkeit dazu. Vielleicht das heißt ein Stück bei mir. Gut. Bevor wir jetzt die Runde hier nochmal vorne öffnen, würde ich erstmal ins Publikum.
geben und fragen, gibt es aus Ihrer Sicht bis hierhin schon Fragen? Dann wozu? Ich hätte da schon eine Frage. Dieses Studium in Unna haben wir ein Problem. Hätte ich schon ein Problem, wie Deutsch sprechen denn die Leute, die hierher kommen? Also es sind Deutsche, es sind Sachsen. Ach so, ja. Ach so. Und das Studium ist deutschsprachig. Gut, okay. Und die Ausbildung ist, wie die Leute, die was davon verstehen und die da die Leute kennen, besser als in Deutsch. Das würde ich jetzt mal anders. Vielleicht kann ich da noch unbedingt werden. Karl Lauterbach war das ja als ein Experte bei uns gesehen in der Diskussion, auch die Studiengänge nochmal zu beleuchten. Und vielleicht können Sie mir zustimmen. Bisher war es eigentlich so, dass man gesagt hat, was machst du denn? Ich bin ja Facharzt für dies, der hat schon die Pädiatrie, was weiß ich. Was machst du, Hausarzt? Ach, du bist der Hausarzt. So, Imagepflege. Dass oftmals der Hausarzt so dargestellt wird, da ist nicht übrig geblieben, der macht den Hausarzt. Da sind wir daran, auch zu diskutieren und sagen, der Hausarzt ist ganz, ganz wichtig, gerade für die Versorgung. Er muss erkennen, wo muss derjenige zu welchem Facharzt hin. Das ist die eine Sache. Und das andere natürlich, was ich auch angesprochen hätte mit Ihrem Vorschlag, ich finde es schon bezeichnend, dass wir natürlich sehr, sehr viel Geld in Deutschland für so ein Studium, ich glaube 150.000, das ist das Doppelte, hineinstecken und dann uns selber nicht versorgen können. Das ist echt ein Problem. Daher finde ich diese Aktivität, was Sie hier einleiten in Sachsen, erstmal die Leute wegzugeben nach Ungarn und ein Studium zu absolvieren, sehr, sehr gut, weil wir haben auch festgestellt, ich als Laie, Sie können das mehr sagen, dass das Studium in Deutschland eher wissenschaftlich orientiert ist. Das heißt, viele Handgriffe und viele Dinge werden gar nicht so gelehrt, die man eigentlich später auch braucht. Deswegen überlegen wir hier auch nochmal, an diese Ausbildung ranzugehen, um dann auch das Interesse und die Wertschätzung und das Image gerade zu rücken, das wir hier mit der Versorgung haben. Ja, ich würde dieses selbe Thema auch interessieren mit diesen Studenten im Ungarn. Also Anreize zu schaffen, das ist ja auf alle Fälle richtig, und 20 sind wenig, das haben Sie ja richtigerweise gesagt. Mich würde mal interessieren, gäbe es denn da von deutschen Studierenden ein größeres Interesse und scheitert es dann am Geld? Oder gibt es da gar kein Interesse, dass sie mehr das machen wollten? Das würde mich zum Beispiel mal interessieren. Also, wir haben bisher, sind gerade dabei, den vierten Jahrgang auszusuchen, der dieses Jahr dann beginnen wird. Bisher hatten wir immer etwa viermal so viele Bewerber. Ich denke mal, wenn man das intensiv bewerben würde, hätten wir noch mehr Bewerber, wenn man uns damit erheblich aufwand. Das wird auch mal ein schriftlicher Test, der von dieser Firma erstellt wurde, der den sogenannten Medizinertest macht, absolviert. Und dann machen wir mit den 40 Besten, die dann übrig bleiben, persönliche sogenannte Interviews, die eine knappe Stunde gehen, wo drei Leute sich mit denen unterhalten, strukturelle Fragen stellen und so weiter. Und wir sind dabei, eben auch, dass die Eignung zum Medizinstudium, die momentan ja gemessen wird an Abiturnoten, eigentlich an anderen Kriterien sich orientieren sollte. Es gibt zwar eine ganz klare Korrelation, umso besser die Abiturnote, umso größer die Chance, das Studium zu schaffen. Das ist richtig. Aber es wäre mir lieber, wenn 5% weniger das Studium am Ende schaffen von denen, die angefangen haben, aber die das Studium dann beenden, die sind die auch wirklich, dass von vornherein das Interesse haben, auch zur Arbeit am Menschen. Denn eigentlich würde man ja sagen, einer mit einem extrem guten Abitur, der ist erstmal für die Wissenschaft per se geeignet. Aber dass der nun automatisch der beste Arzt ist, das ist ja nun eher nicht so. Ja, und ich denke mal, man könnte also, wird auch in Sachsen auch deutlich mehr noch als 20 Leute dafür finden können. Und ich glaube, obwohl, wie gesagt, dass nicht ganz wenig Geld ist, was die sächsischen Ärzte eigentlich ihnen zustehen und Rat dafür abgeben, wäre auch die Bereitschaft, das noch aufzustocken, schon. Aber da muss ich sagen, da brauchen wir auch den Partner auf der anderen Seite. Und bei den Krankenkassen war es bisher nicht so groß die Bereitschaft, die Zahl noch zu erhöhen. Zumal man eben gesehen hat, ja, momentan sollen die Hausärzte werden, aber was machen wir denn, wenn wir eine andere Fachrichtung brauchen? Wir könnten ja vielleicht schon mal Leute studieren lassen, die vielleicht Augenarzt in ihrem Gebiet hier werden, müssen natürlich immer dran denken, das sind 11 Jahre, 6 Jahre Studium und 5 Jahre Facharztausbildung. Da muss ich einfach mal ganz böse sagen,
welcher Politiker denkt in einer Legislaturperiode. Ja, das ist schon schwierig, wenn man dann aber ja, denke, weil angekommen ist, dass das Gutes ist, nur eben, das dauert immer so lange. Das kann ich beim allerbesten Willen keiner verhindern, dass es so lange dauert. Insofern werden also die punktuellen Lösungen, die wir dann mit den 20 Leuten hier kriegen können, kommen eben sehr spät. Das ist nicht. Aber wie gesagt, man könnte es ausweiten. Das wundert auch, warum sich andere Länder noch nicht so richtig darum gekümmert haben. Sowas dann so einhaltbar zu machen, irgendwo an einer Privatuniversität, irgendwo haben die drei, in Deutschland irgendwo drei Stellen oder so, aber von dem ganz wenig, das ist noch eine ganz andere Relation. Aber man würde wirklich schon viel mehr brauchen. Ich muss auch sagen, ich würde grundsätzlich die andere Lösung ablehnen, nämlich dass wir uns versuchen, im Ausland Leute doch einzukaufen, dass man sagt, weil ich denke mal, das ist dann auch das, was man so unter dem Begriff Brain Drain bezeichnet, weil die gehen ja dann doch schließlich. Wenn man sie jetzt aus Polen holt, die holen sie dann aus der Ukraine und am Ende von uns sind sie dann auch am Pazifik, ganz wieder Schluss. Ne? Also das kann ja so nicht richtig sein. Ein reicher Land wie Deutschland muss schon in der Lage sein, seine Leute selber auszubilden. Und da glaube ich, wir brauchen nur Studienplätze. Ich würde sie auch konditionieren, zumindest einen Teil davon konditionieren. Aber auch, es gab mal 20 Punkte von der Landesregierung vor wenigen Jahren, wo man sich um die Ärztemangel gekümmert hat. Und da war einer der Punkte, in Sachsen Studienplätze, zusätzliche Studienplätze zu schaffen, die dann unter der Bedingung sind. Das geht leider rechtlich nicht. Also bisher geht es rechtlich nicht. Zu dem Thema Studienbeführung habe ich schon mit Professor Milbart gesprochen, als der Ministerpräsident war, der hat gesagt, würde er es sofort machen, wenn er so in Sachsen macht, kann er die Universität nicht. Vielen Dank erstmal. Wir haben jetzt noch weitere Wortmeldungen für Kinder zu hören. Weil wir haben, ich finde das sehr gut, was Sie jetzt gesagt haben, weil die ganze Ausbildung muss nochmal auf den Tisch steigen. Wir haben aber eigentlich nicht gedacht, wie hoch der Anteil Lehrer ist, die ein vollständiges Medizinstudium durchstehen, auch die Kosten mitbringen, aber dann in die Pharmaindustrieabhandlung. Und dann haben wir auch die Diskussionen, da denken wir schon über Legislaturen hinweg und sagen, was macht das denn Sinn? So ein voll ausgebildeter Arzt, der dann doch wegwandert und braucht das eigentlich gar nicht alles. Also vielleicht die Überlegung, jetzt in den Diskussionen vorher schon mal zu teilen und zu sagen, so wie Sie sagen, der eine wird ein Arzt, das ist gut so, der andere würde nie einmal werden wollen, aber er muss es durchstehen, damit er die Pharma nicht durchstehen kann. Das wäre auch nochmal eine kleine Reserve. Und insofern glaube ich auch heute an dem Abend, zeigt sich schon, muss ich nochmal unterstreichen, wenn ich von MVZ spreche, ist das nicht die goldene Lösung, sondern viele kleine Detaillösungen, die da sind. Zum Beispiel das Führen in Sachsen-Anhalt oben haben wir die Johanniter und der Chefarzt, der Professor Nillesen zum Beispiel, hat den ganzen Dienst dann nach dem Zug umgestellt. Weil die Ärzte aus Berlin kommen, die fahren 40 Minuten mit dem Zug, dann machen die dort ihren Dienst und dann fahren auch wieder zurück. Und das Zweite ist natürlich, warum kommen die gerne? Weil dort Familie und Beruf groß geschrieben wird. Das ist ein weiterer Faktor. In Unternehmen ist das jetzt schon Wettbewerbskriterium bei jungen Leuten. Die sagen ja, ich bin ja nicht nur arbeitendliche Umfälle, sondern auch das andere muss geboten werden. Und da gibt es zum Beispiel, das war das Thema Anästhesieärztin mit einem kleinen Kind, die kann ja nicht, ich sage mal, halt hier gehen und sagen, das sind dann Anhänger an deiner Narkose, ich hole jetzt mein Kind ab. So, und da haben wir eine Einrichtung gefunden, wo das Krankenhaus ein Obolus dazu zahlt für die Kinderbetreuung in so einem Hotel. Und dann haben viele Ärzte gesagt, das kann nicht funktionieren, weil können die Leute über Nacht. Dann sage ich, wenn meine Kinder bei meiner Mutter waren, was ja nicht der Fall war, dann haben sie die Bezugsperson Oma, welche auch immer das ist, und da ist immer die gleiche Betreuung. Und damit haben die gelöst, dass zumindest der Ärztemangel dort vor Ort stabilisiert werden konnte durch, ich sage mal, Anreisen hin und her. Und der andere Fall ist, sehr wohl eine junge Ärztin, die ist nach Blöderitz gekommen, die ist dort ganz anders aufgenommen worden. Von Menschen, die noch Gott sei Dank kommt jetzt für eine Hausärztin. Die hat ja Haus gebaut und hat uns auch gesehen, das wissen Sie vielleicht besser als ich, also ich habe dann das und das fertig. Dann muss ich ein Jahr lang warten, bis das dann das die Anerkennung macht. In der Zeit darf ich aber nicht praktizieren. Das haben wir jetzt auch als Gesetz umgestellt, sodass dieser Leerlauf nicht passiert. Und die können durchaus sehr wohl schon selber dann aufs Land gehen und haben natürlich auch andere Bedingungen. Und da muss man selber sagen, mag ich das, dass ich eine besondere Person überhaupt bin. Und ich kann mich ausleben als Hausarzt, weil es eine hohe Verantwortung ist, mein Kind ist unbringbar und so weiter. Oder will ich in einem Krankenhaus Schichten fahren, ein Lehrerin oder anderes mehr? Und ich denke, da sind Sie hier sehr, sehr gut in Sachsen, weil Sie viele Ideen schon entwickelt haben, die man hier ja wirklich geschafft. Das finde ich auch ganz gut. Das wäre noch wichtig.
Das Thema Nachwuchs ist ja Nummer eins. Wir müssen aussehen, dass ich auch als Lebensbedingungen verändert war. Die Frage ist ja, wie kriegen wir heute jetzt niemanden in das Kreuz getreten aufs platte Land, der in ländlicher Region Versorgung tut. Und da braucht es dann schon auch die weichen Faktoren wie Arbeitszeiten. Da bin ich bei trotzdem, auch wenn die Produktivität nicht so groß ist, bei Anstellungsverhältnissen, in denen ein geregelteres Ablauf möglich ist, da bin ich bei weniger Risiko durch eine nicht eigene Praxis, sondern eben durch ein Anstellungsverhältnis. Auch das sind Faktoren, die insbesondere in ländlichen Regionen, ich glaube, mittelfristig mit zum Ziel führen werden. Wir haben nicht zu wenig Nachwuchs. Deutschland produziert jedes Jahr ca. 9.800 fertige Mediziner. Das ist mal ein Fakt. Das wird im Grunde noch ausreichen. Wir kommen durch die Versorgung im ländlichen Raum nicht an. Das ist ein Problem. Ja, da hat Dr. Hegelmann hat ein Problem angeschnitten, das mich auch berührt. Und zwar haben Sie gesagt, die Lösung kann ja nicht darin bestehen, dass wir die Ärzte im Süden oder Osten holen. Aber das tun wir doch. Sehen Sie sich doch mal im Vogtland um, gehen Sie mal nach Bad Elster in eine Klinik, gehen Sie mal hier in ein Krankenhaus. Wir haben ja einen Großteil, zum Glück haben wir genug Ärzte, und auf diesem Gebiet, aber die haben wir alle nur ausgeliehen von anderen Ländern, die dort ausgebildet wurden. Und unsere Ärzte, die ziehen gen Norden. Wie viele haben wir denn Ärzte in Schweden und Norwegen? Auch in Großbritannien sind sehr viele deutsche Ärzte, in der Schweiz sind viele deutsche Ärzte. Und das Problem mit den Studiengebühren, das ist natürlich ein Ansatz, aber glauben Sie nicht, dass es für die großen Konzerne, die Akademiker suchen, die auch Ärzte suchen, ein Klacks ist, dann mal 80 oder 100.000 Euro hinzulegen, damit die drei Spitzenkräfte für ihre Forschung bekommen. Ich sehe eigentlich nur den Weg, wir müssen mehr und qualitativ hochwertig ausbilden. Ja gut, das sehe ich schon auch so, aber erstmal für drei brauchen wir dann schon 450.000, wenn sie komplette Stücke bezahlen müssen. Und selbst wenn es so ist, okay, dann war es aber zumindest für das Land an sich kein Minusgeschäft, die auszubilden, weil das ist das wieder angefangen, was die gekostet haben. Ansonsten, es muss ja auch bezahlt werden. Ich meine, auch als Bürger muss der Steuerzahler bezahlen. Das ist genau die Gesundheitsversorgung, egal ob das nur Steuern oder Sozialverträger oder was sind, am Ende muss das von arbeitenden Bevölkerung bezahlt werden. Ja. Und da muss man einfach sehen, ob das dort, wie es momentan läuft, gerecht ist. Und ich denke eben, Sie werden das nicht verhindern können, dass Leute dann nicht, wie man so sagt, kurativ tätig werden oder gerade auslanden. Man kann das nur eben ein bisschen steuern. Aber es wird wahrscheinlich dann eben doch bedeuten, und Herr Kammer, da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung, dass wir mit der Zahl der Studienplätze hinkommen. Denn hier erleben, dass dann vor allem in Kliniken sehr viel ausländische Ärzte sind, das ist ja so. Und die Sächsische Ärztekammer hat mal vor 5 Jahren eine Veranstaltung gemacht über den Begriff, welche Sprache spricht mein Arzt. Das war auch so gemeint, wie welche Fremdsprachen hat der alle da. Ich habe das mal ergänzt, also welche sollte ich lernen, um mit wem kommunizieren zu können. Ne? Also so kann es ja nicht sein. Also es ist auch ein Riesenproblem, nämlich für die Kliniken, dass die Ärzte teilweise auch schlechte Deutschkenntnisse haben. Persönlich auch, ich das erinnere, wo ich in der Vorklinik in Retzdorf angerufen habe und ich verstand die gar nicht und habe gesagt, hol einen Kollegen und dann habe ich mit dem Kollegen gleich Russisch gesprochen. Halt. Ja, und am Ende hatte ich dann den Jefferson, der hat erst einmal ein kleines Lied abgesungen über seine Probleme, die er dort hätte. Also das ist ein Problem und ich denke mal, die Bevölkerung hat auch den Anspruch, auch Ärzte zu haben, die mit denen so kommunizieren können, auch im Krankenhaus. Also ich denke, mehr Ärzte brauchen wir schon, aber wir müssen das irgendwo strukturieren, denn ansonsten ist es ein Pass ohne Boden. Ja, das vielleicht ganz kurz noch zu Ihnen. Ich kann es absolut nachvollziehen, was Sie sagen. Dr. Eggemann hat das Projekt ja ganz kurz vorgestellt in Ungarn, was da auch mit verbunden ist, um das vielleicht noch ein bisschen plastischer zu machen. Wir versuchen den dann heranwachsenden Ärztinnen und Ärzten schon an die Hand zu geben, sich in der Praxis vor Ort, also wir haben alle eine Patenpraxis, eine Hausarztpraxis, wo die also Praxis erleben in ländlichen Regionen,
wo die auch mal in die Versorgung reinschnuppern können. Und wir versuchen so in diesem Programm, das ist also ein Gesamtpaket, nicht nur das Studium, den auch zu vermitteln, ländliche Regionen hat was, das ist etwas Gutes. Der Hausarzt als Zehnkämpfer der Medizin sozusagen, das ist unser Gerhard sehr treffend vorher auch geäußert, in diese Richtung geht dieses Programm. Also es ist ein Paket, wo wir durchaus auch Betreuung versuchen, in die Region zu bringen und dort Bindungen zu schaffen. Ja. Nur um das klar zu machen, wir bilden nicht mal aus und dann hast du was, kannst du tun, was du willst. Ich kenne das Problem mit der Wir haben jetzt die Werbung nicht, bitte keine Werbung. Die Frau da hinten oder der Herr? Ich würde gerne mal das Thema Notfallmedizin ansprechen. Und zwar gibt es ja diesen Zusammenhang zwischen Notaufnahme Krankenhaus, Rettungsdienst und dringender Hausbesuchsdienst. Wir wissen, und es ging ja durch die Presse, dass gerade in der Notfallmedizin bei den Rettungsdiensten schon selber Verantwortung von mehr als 100 Mitarbeitern, teilweise gerade im Raum Zwickau, Kirchberg, Rettungsraum Kirchberg, massenweise, also mindestens 30% der Dienste der Ärzte ausgefallen sind. Das heißt, ein Bürger ruft die Leitstelle und die Leitstelle kann den Planer nur in RTW schicken, in Rettungsassistenten und keine Notarzt. Nun ist auch dieser Zusammenhang zwischen diesen drei Rollen, die Notaufnahmen in den Krankenhäusern laufen über, es haben immer mehr Patienten, die dorthin fahren, selber um sich Hilfe zu holen. Und der Rettungsdienst auch teilweise missbraucht, sie auch unterschiedlich, die Kollegen, die dort arbeiten, wissen das auch, dass manchmal Rettungsdienst gerufen wird, wo es nicht unbedingt notwendig wäre. Jetzt gibt es Vorschläge, gerade im Hinblick an die Kassenärztliche Vereinigung, auch von freien Trägern, gerade im Raum Blauen wird es schon praktiziert, die dort unterstützen würden im Rahmen des dringenden Hausbesuchsdienstes. Das heißt, der freie Träger bieten dort Vordienst an für die Hausärzte, dass sie also in der Nacht zum Beispiel nicht mehr selber am Steuer sitzen müssen und dass sich das mehr für die lohnt, mit mehr Einsätzen gerade in der Nacht durch den Hausbesuchsdienst zu fahren. Und diese freien Träger machen das, die Mitarbeiter machen das ehrenamtlich und die Hausärzte bezahlen dann Obolus dafür. Besteht aus Ihrer Sicht, also aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung, bestehen da Möglichkeiten, so ein Projekt mal weiter zu verfolgen und da auch finanzielle Mittel dafür bereitzustellen, dass es also auch den Ärzten erleichtert wird, diese Dienste zu besetzen und damit wieder den Rettungsdienst entlassen. Wir haben das erstmal aufgenommen, ich würde ja auch so ein paar Momente sagen, um das ein bisschen dahinter herzukommen. Ich habe zu einer Zeit studiert, also da ist es staatlicherseits da schon ein bisschen mit reguliert worden, wo der Bedarf ist am meisten, also wo man sozusagen gesagt kriegt, halt, wo du dann nach dem Studium hinzugehen hast. War vielleicht nicht ganz schlecht, in einer gewissen Weise. Das geht heute sicherlich nicht mehr. Meine Frage, sächsische Hochschulen, die Mediziner bzw. Zahnmediziner ausbilden, haben die Möglichkeit, bevorzugt Abiturienten aus Sachsen zu immatrikulieren? Warum geht das nicht? Wäre eine Frage. Und hier halt auch, wenn man in einer Region aufgewachsen ist, hat man ja auch eine gewisse Bildung. Ne? Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, um auch in die Region wieder bevorzugt dann die Absolventen wieder zurückzuholen. Und die andere Sache ist, ich finde das sehr gut mit der Ausbildung in Page. Ich habe selbst im Ausland studiert. Das ist immer, für das ganze Leben ist es eine gute Erfahrung, wenn man mal woanders auch mal studiert, eine Sprache noch lernt. Und insgesamt, wenn das auch hier in Deutschland erfolgt, die Ausbildung, das war zu unserer Zeit nicht so. Ein Problem habe ich allerdings damit, die Studenten, die verpflichten sich ja als Hausarzt dann zu arbeiten. Im Laufe des Studiums, also auch des Medizinstudiums, wirst du ja mit den verschiedensten Fachrichtungen konfrontiert. Und da kann es ja auch passieren, ne? Also dass einer sagt, also hier der Dermatologie oder die Augenheilkunde oder was auch immer, spricht man doch mehr zu, als später als Hausarzt zu arbeiten. Was passiert denn dann in so einem Fall? Ansonsten finde ich das gut. Also ich
Könnte man auch vorstellen, dass man vielleicht auch in andere Länder noch Studenten schicken kann, weil wirklich in vielen anderen Ländern das wirklich so ist, dass da oft das Studium auch praxisorientierter war. Das war auch schon zu DDR-Zeiten, wie du warst im Ausland, das praxisorientierter als hier bei uns. Dankeschön. Schauen wir uns mal eine Rückmeldung und da würde ich die Runde machen davon. Ja, Drechsel vom Fruchtlandkreis. Sicher ist es notwendig, dass man hinsichtlich des medizinischen Nachwuchses in der Ausbildung ganz gezielt etwas unternimmt, um halt dieses Delta abzufangen in der Zukunft. Aber man sollte sich auch in diesem Rahmen klar sein, dass das, was wir jetzt anschieben, in 10, 12 Jahren erst irgendeine Wirkung erfolgt, nämlich dann ist der Hausarzt mit seiner Facharztausbildung eventuell fertig, der sich jetzt verpflichtet hat, in Ungarn oder woanders dort irgendetwas auf den Weg zu bringen. Hinsichtlich der Probleme der Versorgung im ländlichen Raum, 50 Kilometer zum nächsten Arzt, wird es immer eine gewisse Konzentration geben in den größeren Städten. Dort muss man halt vielleicht mehr darüber nachdenken, wie kommt der Patient XYZ aus dem entlegenen Bad Brambach zum Facharzt mit entsprechend geeigneten Mitteln, nicht, dass die nicht mehr vorhandenen Kinder, weil sie irgendwo im weiten Westen arbeiten und nicht mehr fahren können, dann kein Transport zum Facharzt möglich ist. Denn das ist das Komplizierte. Ja? Die 80-Jährige, die einen Facharztbesuch hat, dann von Bad Brambach nach Plauen zum Facharzt zu bringen. Das heißt, in dem Bereich sollten halt Überlegungen angestellt werden, dass man dann vorankommt. Und einen würde ich ganz gern widersprechen, das ist die Rolle der medizinischen Versorgungszentren der Krankenhäuser. Wir sind glücklicherweise im Fruchtlandkreis recht gut flächenmäßig aufgestellt mit Krankenhäusern. Und wenn ich um jedes Krankenhaus einen Radius von 15 Kilometer ziehe und dort ein vernünftiges medizinisches Versorgungszentrum auch für hausärztliche Dinge einrichte, habe ich die Fläche im Fruchtlandkreis schon recht gut abgedeckt. Für die Lücken, die derzeit im Prinzip entstehen. Und mit den 75% Leistungsfähigkeit kann ich auch nicht so richtig leben. Das kann man sicher steuern in irgendeiner Art und Weise. Und das wäre die letzte Ansage. Wir leben in einer Marktwirtschaft und auch hinsichtlich der Ärzte. Ja? Und wir haben hinsichtlich der Honorare und des Budgets, das einem Hausarzt zur Verfügung steht und auch einem Facharzt, ja auch die Erscheinung, im Oktober sind wir fertig. Oder das und das geht nicht mehr gegebenenfalls. Und ich denke, dass hier also sicher auch noch Überlegungen anzustellen sind, um eben einen Hausarzt zu bewegen, noch eine Nebenpraxis zu eröffnen. Das ermöglicht das Gesetz. Aber wann macht er es, wenn es wirtschaftlich für ihn rechnet? Und teilweise, ich denke, das ist also zumindest mein Eindruck, ich kriege nicht mehr honoriert, auch wenn ich mehr machen würde. Weil es ziemlich verschiedene Themenkomplexe werden. Ich würde mal rückwärts machen mit dem letzten Anfang. Also erstmal bei den Hausärzten gibt es bezüglich der Honorierung kein Budget. Also Hausärzte bekommen mit jedem Patienten, den sie mehr versorgen, auch mehr Geld. Das ist, diese Begrenzung ist bei Hausärzten einfach nicht mehr nötig, weil eben dort die Hausärzte in der Zahl zurückgeben und die zu behandelnden Fälle in der Situation nicht steigen können, weil die Kapazität geringer wird und aus dem Grund gibt es dort nicht mehr die Notwendigkeit in allen fachärztlichen Richtungen, dass es ein Honorarbudget gibt und das stimmt dann wirklich also nicht irgendwann im Jahr, sondern das Honorarbudget ist bei den Facharzten pro Quartal, also am Quartalsende kann der Facharzt vielleicht sagen, das jetzt arbeite ich umsonst und da muss ich schon viel Enthusiasmus haben, um das zu tun. Zu der Frage, inwiefern die Angestellten Anstellung an einem Krankenhaus im VZ für uns günstig ist oder nicht. Also ich kann nur sagen, es ist jetzt in Laufau eine Praxis, Augenarztpraxis, übernommen worden von einem Krankenhaus als MVZ-Außenstelle.
und Nirvana, und die haben als allererstes gesagt, die Zahl von Patienten, die bisher versorgt werden, werden hier nicht weiter versorgt. Ja? Also das sind die Probleme, die wir haben, de facto. Wenn bis dahin, wenn das dann soweit ist, wir in diesem Fach auch ein Problem haben, und der dann dorthin geht, wo wir in dem, wenn der jetzt sagen würde, ich will dann ein Augenarzt werden, jetzt, dann würden wir sagen, okay, dann kannst du vielleicht in manchen Gebieten auch. Und, aber momentan ist das Hausarzt festgelegt und bei dem muss die Studienunterzug sein, mit Verzinsung. Also das ist schon hart, aber man muss fragen, das war etwas dem Grund. Es gibt auch noch andere Gründe, man kann auch darüber heiraten und da braucht man sogar nun hierher, man kann auch nicht als Hausarzt in Sachsen mehr tätig werden, sondern vielleicht als Hausarzt in einem anderen Land, nutzt uns auch letztlich als bezahlen. Also ist relativ kompliziert. Nochmal die Frage, die ich habe dort hinten hatte bezüglich der Notfallversorgung. Da muss ich einfach mal schätzen, ich kann es nicht verstanden, weil die Ärzte fahren alleine, das ist richtig, zu den Hausbesuchen und dem, was im Rahmen unseres Sicherstellungsbeauftrags dort jede Nacht und am Wochenende rund um die Uhr stattfindet. Und wir haben die Planungsbereiche schon relativ groß gemacht, so dass die Fahrzeiten teilweise schon eilig sind. Aber das funktioniert nur dadurch halbwegs gut, dass es nicht zu sehr viele Einsätze sind. Also jetzt nun zu sagen, dass ich den Bereich noch viel größer mache, damit ich praktisch mit einem Arzt dann mehr versorgen kann, das geht dann nur mit dem Fahrdienst. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Und die Frage, die Sie am Anfang angesprochen haben, wo ja das Problem viel, viel größer ist, nämlich dass der Rettungsdienst, und das sind Sie nicht alleine hier, teilweise eben wirklich Notarztstandorte nicht besetzt werden können. Das ist auch so ein Ding, da haben wir ein Rettungsdienstgesetz, da steht dann eine Hilfsfrist drin, da ist aber nicht der Arzt gemeinsam, der Rettungswerte, der muss nur sein in der Zeit da, aber natürlich denken die Leute unter Notarzt. Ich denke, wir hätten einen Notarzt überall, aber den haben wir an mancher Stelle wirklich nur noch auf dem Papier. Das ist ein gewaltiges Problem, hängt aber auch damit zusammen, dass ein Notarzt, dass er muss eine Qualifikation haben. Also haben vielleicht höchstens ein Drittel der Ärzte haben die Qualifikation zum Notarzt, das sind im Allgemeinen wenig Ärzte. Und das Problem wird dann ganz groß, wenn wir in irgendeinem Notarztbereich überhaupt kein Krankenhaus haben. Sobald wir eins haben, ist es eigentlich eine organisatorische Sache, dann müsste man irgendwo das Krankenhaus verpflichten, kleine Ärzte dafür zur Verfügung zu stellen, wenn die Qualifikation haben. Das wird leider auch nicht ganz regelmäßig durchgesetzt, aber ob man da jetzt durch die Verlegung von der einen auf die andere Seite viel erreichen kann, weiß ich nicht so richtig. Ich brauche einen qualifizierten Notarzt. Dankeschön. Also das Notarztthema ist ein sehr spezielles, weil wir die Krankenhäuser nicht verpflichten können, am Notarztdienst teilzunehmen. Man kann dort nur bitten und Zusammenarbeit hoffen, man kann sie nicht verpflichten. In der Situation wirklich schwierig. Das Überlaufen der Notfallambulanzen, was Sie ansprachen, das ist in der Tat ein Problem, resultiert auch daraus, dass sich viele so falsch verhalten wie Frau Kerner. In ihrer Anmoderation hat sie das ja gesagt, sie kommt nach 17 Uhr aus dem Job und die Praxis hat zu und sie will auch mal zum Arzt, was tut sie? Sie geht in die Notfallambulanz. Nein, natürlich nicht. Und falsch. Dazu gibt es den Bereitschaftsdienst, 116117 ist die Rufnummer und das sind auch sehr viele Fälle, die in den Krankenhäusern und Notfallambulanzen aufschlagen. Wenn Sie die Ärzte vor Ort fragen, da gibt es eine ganze Reihe Fälle, die haben Patienten, die seit Wochen ein bestimmtes Stechen im Knie haben oder im Rücken entziehen und an dem Samstag vormittag soll das auch mal sein, weil da haben Sie gerade mal Zeit zum Arzt zu gehen, Praxis dazu, gehen Sie in den Notfallambulanz. Das ist auch ein Stück weit ein Problem, wohin wir kommen werden und kommen müssen, da bin ich überzeugt, im Thema Notfallversorgung, dass wir stärker es hinbekommen müssen, dass die Krankenhausärzte, Notfallambulanzärzte und die Bereitschaftsdienstärzte der Kassenärztlichen Vereinigung, denn das sind im Moment getrennte Systeme, dass die stärker beieinander sein müssen. Also ich bin auch für Thüringen zuständig, an den Notfallambulanzstandorten ist im Regelfall, in fast allen Fällen, auch in der Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstpraxis. Das heißt, der Patient, der kommt, der wird erstmal vom niedergelassenen Arzt gesehen und dann wird geschaut, musst du noch ins Krankenhaus oder nicht. Und das ist ein System, das kann ich mir auch für Sachsen selber vorstellen, das wird auch erste Schritte unternehmen, zu so einem Sektorenübergriff, zu so einer stärkeren Verzahnung zu kommen, weil das die Ärzte entlastet, die Notfallambulanzen entlastet und denke ich wieder zu ein bisschen besserer Medizin führt, glaube ich. Dankeschön.
sind wir eigentlich für das, was Sie am Anfang gesagt haben. Ich würde jetzt das alles nicht gerne wiederholen, aber ich möchte mal hier mit ein paar Zahlen spielen. Ich habe mir mal aufgeschrieben. Also bundesweit haben wir bezahlt, für alle Steuerzahler 2014, 194 Milliarden Euro in das Gesundheitssystem. Wir haben auch unterschiedliche Bereiche, und das mal so zusammen 68 Milliarden in die Krankenhäuser, 33 Milliarden in die Ambulante und in die Medikamente. Nochmal 33 Milliarden, das Delta in die Rehabilitation. Das heißt also, es ist ganz, ganz viel Geld auch im System drin. Und jetzt mache ich mal eine Milchmädchenrechnung auf. Sie haben mich da vorhin, ich weiß nicht, wollten Sie noch mal sagen? Sie haben so den Kopf geschüttelt. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, weil seit die 116, 117 ist meine Sache nicht dafür da, dass man um 17 Uhr sich überlegt, jetzt muss ich noch kleine Kinder da. Genau, ich höre doch nur Menschen, die sagen, ich mache das so. Ich mache es natürlich nicht so. So, und jetzt komme ich mal auf diese Milchmädchenrechnung. Durch das Krankenhausstrukturgesetz haben wir festgestellt, dass durch die Stimuli, die einfach mal der Gesetzgeber jahrelang gegeben hat, ein Verhältnis zustande gekommen ist, ein Arzt und zwei Pfleger. Das leistet sich kein anderes Land in Europa. Das heißt also, der Ansatz, der schon mal hier gesagt wurde, ist sehr, sehr gut, nämlich zu sagen, lassen wir doch die wenigen Fachkräfte, die wir haben, wo wir drum bringen, ob ambulant oder stationär, ist mal egal, doch ihr hochwissenschaftliches, wichtiges Fachpensum schaffen und von Nebentätigkeiten befreien. Also haben wir gesagt, das Pflegestufenfördergesetz wird kommen, also mehr Pflege ans Bett in die Krankenhäuser rein und auch Pflege als solche vom Inhalt her mehr befähigen. Dann kommen wir nämlich jetzt auch wieder zu dieser Schwester Agnes, die ist ja schon mal da irgendwann, wo man sagen kann, okay, wir haben ja noch mehr Möglichkeiten und das ist heute noch überhaupt nicht der Fall, nämlich die Telematik. Und ich bin da oben unterwegs seit 2007 als Agenturchefin mit vielen Unternehmen, die immer sagen, Frau Kerner, ob ich meine Uhr in meiner Uhrenwerkstatt wie in Berlin baue oder hier auf dem Land, habe ich es doch viel besser und da kommt alles drumherum. Aber wenn das Internet nicht funktioniert, kann ich gar nichts. Und da war ich im Sommer in Scholene, das ist ein ganz kleines, abgelegenes Dorf. Da sitzt ein neuer Hausarzt mit Leib und Seele und sagt, ich habe die Praxis hier übernommen. Die Kommune, die verwandt sie meine Zeit mit die Miete und die Nebenkosten. Ich hatte Angst, mich so sehr zu verschulden. Ich bin jetzt hier und oben die Treppe hoch ist die Bibliothek. Was meinen Sie, was ich hier abspiele? Hier ist das Volk in diesem kleinen Dorf, was zusammenkommt. Aber ich habe gelernt, auch wissenschaftlich tätig zu sein. Das ist nämlich ein Anspruch bei Hausärzten, wie bei anderen auch, sich weiter zu qualifizieren und auch den Kontakt zu den Mitarbeitern und Kollegen zu haben. Ich habe hier kein Internet und jetzt immer mal praktisch. Der Mann kommt, der Patient kommt und da sagt der Arzt, ich brauche jetzt hier mal ein Röntgenbild. Dann fährt er mit dem Bus nach Berlin, geht da rein, macht sein Röntgenbild, das ist weiter. Eigentlich in der Uniklinik wird das eingescannt, der Arzt klick, kann gleich gucken und kann sagen, oh, ich mache jetzt als Leiter. Der Arzt, ist gebrochen, ich muss ihn gleich gipsen oder auch nicht. So, der aber im Scholene, der kommt dann erst am Montag mit seinem Röntgenbild unter dem Arm wieder angetragen und der Arzt sagt, mein Gott, ich hätte gleich helfen können, wenn wir die Telematik hätten. Jetzt haben viele Leute mal Angst vor Telematik. Das muss ja nicht sein, dass dann gar keiner mehr im Dorf ist. Aber ich mache mal ein Beispiel. Es könnte durchaus sein, dass da ein Raum ist. Da sitzt die Schwester Agnes mit Oma Kerner und sagt, Oma, wie geht's uns denn? Alles gut, ja schön. Reichen die Tabletten, naja, dies, das, jenes. Dann wird Blutdruck gemessen, dann schaltet die den Monitor ein. Da sitzt der Arzt und sagt, so Oma, wie ist denn? Hier sind die Werte, wunderbar. Wollen wir nicht sprechen, brauchen wir es oder auch nicht. So, und da kann man schon mal auch ein bisschen entlasten, Fahrzeiten anstehen für die Oma, hin und her fahren. Und zusätzlich vielleicht noch, das sind alles nur Einzelbeispiele, die sind nicht flächendeckend umsetzbar, aber man kann sie denken. Dann hat man auch schon kleine Dörfer, wo junge Leute wieder hinziehen, die dann Solidarität haben und sagen, wir machen Fahrdienst. Da fährt nämlich der Bus bei uns und der bringt nicht nur die Menschen, wenn sie rufen, hin und her, sondern der bringt auch Naturalien, was weiß ich, irgendwelche Eier oder was weiß ich, weil der Dorf da nicht mehr da. Und da sagen die sehr wohl, ich komme am Dienstag und zum Fahrarzt muss man nicht sofort, wie gerade gesagt wurde, ich habe meinen Termin eben am Dienstag, dann fahre ich damit. So, dann muss man das ein bisschen organisieren. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber das heißt natürlich auch, darauf warne ich, dass wir nicht an jedem Platz alles haben, aber Effizienz, wir werden erzielen müssen. Und damit können wir schon eine Menge schaffen, bei Ihnen sowieso, wenn Sie das hier durchgeführt haben. Und ich sage Ihnen, wir in Ostdeutschland sind eigentlich die, die wieder Beispiele bringen aus der Not heraus, wie es gehen kann. Denn ich habe hier noch was, das kann man sich mal nachher mitnehmen. Wir haben hier mal 2014 Zahlen.
2014 haben wir berufstätige Ärzte in der Bundesrepublik Deutschland 365.000, ist diesmal glatt. So, und dann haben wir hier, das kann man sich anschauen, so einen Vergleich, wo also Einwohner, ein Arzt pro wie viel Einwohner. Und da haben wir hier in Sachsen-Anhalt einen Arzt 243 Einwohner in Sachsen. 243 Einwohner, die er betreut. Wir gehen mal dahin, wo es ganz gut aussieht, das ist in Bremen 169, also 170, das ist eine Differenz von 70 Patienten. Aber wenn wir hochgucken, Sachsen-Anhalt hat schon wieder 20 mehr und andere Regionen auch. Und da kann man sich das mal anschauen. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, über die Einwohner im Blick zu haben. Was mache ich? Steuere ich Leute rein in mein Land oder lasse ich sie alle ziehen? Dann ändern sich natürlich auch die Bedarfe nach, da schließt sich der Kreis, was heute schon gesagt worden ist. Und das ist hier nochmal vorne dran, das sieht man einfach so. Wir haben weniger Ärzte und ich sage mal, die Einkommen der Ärzte sind sehr gestiegen, muss man so zu sagen. Und zwar 2003 gab es einen Durchschnittsverdienst, Bundesrepublik-Durchschnitt, von 126.000 Euro. Und wir haben in 2011 166.000, das sind schon mal 30.000 mehr Jahresverdienst. Und wir haben insgesamt einen Anstieg, ihr Geld, unsere Steuern, um 1,35 Milliarden Euro. Allein, ich sag mal, bis zum Jahr 2016. Also es ist nicht so, dass man schlicht lebt davon. Aber ich sollte es nicht machen, lieber Wolfgang, aber ich mache es doch. Es gibt auch Durchschnittswerte, wo man sagt, 20 Stunden hat die Arztpraxis offen. Da darf man nicht vergessen, dass die Ärzte noch viel mit uns zu tun haben. Wenn ich dann aber höre, dass man sagt, ich will Teilzeit haben, als junger Mensch, wenn ich in mich reingehe, dann muss ich sagen, das kann ich nur machen, wenn ich es mir leisten kann. So, und da ist natürlich auch wieder zu schauen, ist es gleich dann im Hinterhand, ist die Familie, die eine Praxis übergibt, wo ich einsteige, oder bin ich Neuling und habe keine Kontakte. Also das kann man auch nicht so verallgemeinern, würde ich damit sagen, um die Argumente schon mal vorwegzunehmen, ist ja nur 20 Stunden die Praxis offen, ist nicht das Thema, man muss es beleuchten. Ich würde gerne mal noch eine Frage vertiefen. Der Einwand war richtig, Einwand 6, 1, 7 ist nicht dafür da, wenn ich von euch komme, mal schnell ein Rezept brauche. Aber Umkehrfrage, was macht die Berufstätige oder der Berufstätige, die vielleicht auswärts arbeitet, morgens um 7 wegfährt, abends um 7 heimkommt und das von Montag bis Freitag, wo kriegt ihr Rezept her? Kann ich sagen. In Berlin, mitten in Berlin, habe ich meinen Hausarzt geholfen. Ich war 25 Jahre in Berlin, bin raus, 10 Jahre in die Altmark und ich brauchte ein Rezept. Und da habe ich angerufen, leider, Mensch, die sind ja immer noch da, ja, ich habe auch noch ihre Daten, das ist aber schön. So, und der Mann hat eben Öffnungszeiten, Montag bis 19 Uhr, von Mittag bis 19 Uhr nochmal, wie ich am Donnerstag, und nochmal gestattet. Also dieses Schema F, 8 Uhr auf und 12 Uhr zu, da muss man auch sagen, auch wenn wir da muss ich nicht oben entgegenkommen von der Ärzteschaft da sein. Also ich kann ganz ein konkretes Beispiel zu Ihrer Frage geben. Ja, Sie rufen in unserer Praxis an, Sie sagen ja, wann Sie können und wir finden eine Lösung. Doch, bitte schön. Aber, ich sage es Ihnen, das ist nicht aus der Realität. Nicht, wenn Sie mich am Montagabend um 17 Uhr anrufen und sagen, wir haben um halb 8 bin ich. Und ich denke, das ist das, was wir auch diskutieren müssen, was Sie gesagt haben, Herr Krager. Es wird immer diskutiert, wir haben ein hohes Anspruchsdenken und wir müssen realistisch auf das Anspruchsdenken reagieren. Und da sehe ich manchmal auch die Kassen in meiner Tätigkeit in der Arztpraxis, diese wirtschaftliche und diese Auseinandersetzung, die Marketingmäßig, die marketingmäßig alles möglich machen und dann der Arzthelferin, die am Telefon ist, probiert auferlegen, den Patienten zu sagen, alles geht nicht. Wirtschaftlich, zielgerichtet, ja, glaube ich. Ne? Und ich denke halt manchmal, das würde vielleicht uns hier auch oft helfen, wenn auf Seiten der Kassen dargestellt wird, den Versicherten gegenüber, dass ein Versicherungsverhältnis nicht heißt, ich kann das, was ich jetzt will, also dass das auch entsprechend kommuniziert wird. Ich denke, das ist nicht das Problem tatsächlich, und Sie haben es ja schon gesagt, dass es keine Lösung findet für so jemanden. Das haben wir hier alle in der Region, dass die Leute wegfahren, dass die die ganze Woche in München arbeiten, dort keinen Facharzttermin kriegen, seltsamerweise, und dann sagen, aber ich komme doch hier aus dem Vogtland. Ne? Und ich denke, da müssen wir uns einfach auch drüber unterhalten, wie man das
ehrlich kommunizieren kann. Ja, das muss ich einfach sagen. Ja. Und das ist ja auch, und für mich ist auch nur so ein Problem zu sagen, wir werden alle so in einen Topf, ne, und eine Facharztpraxis, meinetwegen ein Augenarzt, ein Reichenbach oder so, der ist nicht ein Augenarzt in Dresden. Ja. Und dennoch ist von der Budgetierung her, von den Zeitbudgets, die da sind und so, ist ein Ding. Und es ist so, nicht die Hausärzte, aber Fachärzte haben Zeitbudgets und es gibt keine wie auch immer geartete Lösung, wenn ich sage, ich bin jetzt mit meinem Zeitbudget am Ende, ich habe meine 920 Stunden ausgeschöpft, die mir zur Verfügung stehen für das Quartal, ich würde aber, weil ich sehe, dass bei uns in der Region ein Bedarf da ist, den Samstag zusätzlich aufmachen, geht da ein Weg rein, das geht nicht. Dass man halt auch sagt, ich finde das System ist in sich oft so unflexibel, dass man einfach sagt, hier wäre vielleicht ein Ansatz, dass man sagt, ich hätte jemand oder eine Kollegin, die in Rente ist, die würde samstags einen Dienst machen, es geht aber nicht. Ganz kurz dazu noch eine Aufteilung. Ist in der KV gibt die einzelnen Honorarfonds, was ich aber sagen, dass die Krankenkassen zumindest in der Vergangenheit nicht immer fair kommuniziert haben, nach dem Motto, alles, was sie brauchen, muss ihnen ihr Arzt aufschreiben. Solche Diskussionen kenne ich ähnlich auch. Ich hoffe aber, dass in den letzten Jahren zumindest für mein Haus nicht mehr stattgefunden haben, weil wir den Kollegen immer sagen, das geht für das Physiotherapiebudget, das ist ja so der Klassiker, mein Arzt darf man nicht mehr Krankengymnastik aufschreiben, weil er hat nur eine Größe von nur seinem Budget ist erschöpft, heißt es dann immer. Dass es solche Argumentationen auch seitens der AOK nicht mehr gibt. Das darf nicht sein, dass wir auf dem Rücken des Forcierten gehen, dann den Ping-Pong-Ball hin und her spielen lassen. Da stehe ich auch fest dafür ein, das wird das nicht tun, ich glaube auch nicht mehr machen. Das müssen auch wir lernen, den Versicherten, den ihren Patienten zu sagen, dass nicht alles möglich ist und der Patient muss verstehen, dass nicht alles notwendig ist. Also da muss noch Kenntnisprozess sein. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Punkt Ausbildung der Mediziner. Es ist vorhin angesprochen worden, dass einfach sich genügend Ärzte ausgebildet werden, aber zu viele dann abwarten. Hat man sich mal in der Politik die Mühe mal gemacht, um mal zu analysieren, was die Beweggründe der verschiedenen Mediziner sind, also hier dann die Bundesrepublik zu verlassen und dann lieber in Schweden, Norwegen oder was auch noch genannt worden ist, welche Länder, lieber dort zu arbeiten? Also was mir bekannt ist, ich könnte jetzt nicht zitieren eine Studie XY, ich höre nur die Diskussion in den Fachkreisen. Also es ist schon sehr wohl so, dass auch Ärzte das Bedürfnis haben, teilweise in Anstellung zu gehen. Und wir wissen ja Schweden, wie hoch ist da die Freizeit weit mehr als bei uns. Und auch das ist auch ein völlig anderes System. Also man kann es jetzt nicht vergleichen. Auch die Krankenschwester hat dort, habe ich zumindest einige gesprochen, eine höhere Verantwortung wahrzunehmen, zum Beispiel, was sie selber gerne wollte. Ihr Mann hat eine Arbeit gefunden. Da ging es also nicht darum, die Medizinerin ist weggegangen, sondern der Ehepartner. Und sie ist mit und wurde mit Großhand genommen. Aber da könnt ihr ja vielleicht könnten Sie da ja was zu sagen. Also, was jetzt die eigentliche Motivation ist, warum Leute da in speziell nordische Länder oder die Schweiz gehen, denke ich, ist. Das ist vielleicht weniger die Work-Life-Balance, sondern das ist einfach eine, also sagen wir am Ende auch die Work-Life-Balance, wenn ich in die Balance auch das Einkommen einbeziehe. Natürlich, ich denke mal, das ist wohl hauptsächlich aus finanziellen Gründen. Aber ich würde mal ein paar ganz kleine Dinge noch ansprechen, die mir jetzt hierzu eingefallen sind, weil ich denke, es ist interessant. Also was ich zum Beispiel, wir haben einfach eine Generation von jungen Ärzten, die ich teilweise nicht verstehe. Muss ich mal einfach sagen, ja. Weil Sie hatten das Begriff, oder Rarat hat den Begriff, dass die Ärzte das nicht wollen, weil sie nicht wollen, oder anstellen, weil sie sich nicht verschulden wollen. Also das ist schon mal relativ absurd. Also ich habe als Arzt, als Selbstständiger den riesen Vorteil, dass das, was für den Selbstständigen das Problem ist, nämlich kommen genug Kunden, das ist einfach gesichert. So kann ich mich eigentlich kaum anstellen. Und wenn ich auch noch in ein Gebiet gehe, wo ich gebraucht werde, ist das noch am wenigsten, da ist die Sicherheit, dass Patienten kommen, ist da. Ja? Und in
den neuen Ländern der ersten Seite der Wende, aber im Westen seit eben dem Krieg war es eben völlig normal, dass ich eben eine gewisse Menge Geld ausgeben musste für die Praxis, aber es war so, dass die Banken sich die Finger geleckt haben, den Arzt eine Praxis zu finanzieren, weil so sicher kriegten sie nie ihr Geld wieder. Ja? Und das ist heute noch so. Und trotzdem gibt es kein, also mich verschulden, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das kann ich einfach nicht richtig verstehen. Wir haben natürlich auch objektive Probleme, und zwar auf dem Lande. Nämlich, das ist auch mit geschuldet dem Problem der Verweiblichung der Medizin. Früher war der Landarzt der Arzt und die Frau war häufig die Arztlehrerin. Heute ist der Landarzt die Ärztin und der Mann ist meistens auch Akademiker. Und wenn der nicht gerade Lehrer ist, dann hat er noch eine Arbeit. Aber ansonsten hat er unter Umständen dort keine Arbeitsstelle. Und das ist das Problem. Wir können ja nur noch Ärztin, die nur wirklich nur Lehrer sein. Aber das ist für mich ein wirkliches Problem, an dem man gar nicht so richtig vorbeikommt, denn viele andere Probleme, die genannt werden, also die Wege, also ich will nicht auf dem Land arbeiten, weil da kann ich ja nicht mehr hinterher ins Theater gehen. Also gut, wie ich es vielleicht im Studium noch gemacht habe, aber wer erst einmal richtig arbeitet in Familie hat, der geht nicht mehr hinterher ins Theater, sondern der geht vielleicht einmal in der Woche ins Theater und dann ist die Verkehrsinfrastruktur in Sachsen so schlecht nicht, dass ich da 3 Stunden fahre hin und 3 Stunden zurück. Also das sind häufig Argumente, die man auch, wenn man mit den Leuten darüber redet, relativiert bekommt. Aber ich will noch mal eine Sache sagen. Ich habe ja vorhin etwas, was vielleicht auch Ärzte oder zukünftige Ärzte nicht so gerne hören. Und vor dem Medizinstudierenden habe ich das in Leipzig vor 6 Wochen erzählt und da hat mich hinterher einer angesprochen und hat gesagt, der findet das gut im Studiengebühr. Also offen mich geplant, dass das selbst auch da Leute gibt, die das gut finden. Als will ich mal eine unpopuläre Lösung in einer anderen Richtung auf die Seite der Patienten empfehlen. Und letztlich ist ja so, dass vernünftige Lösungen eigentlich fast immer unpopulär sind. Sich erstmal zeigen müssen in der Zeit, dass sie richtig waren. Nämlich, wir hatten das Thema Notfallpraxis oder Notfall in Anspruch nehmen. Sie können sich noch erinnern, es gab eine Praxisgebühr. 10 Euro im Quartal und weitere 10 Euro einmal im Quartal, wenn ich den Notfalldienst in Anspruch genommen habe. Die Praxisgebühr an sich hat nicht vernünftig besteuert worden. Die Praxisgebühr für den Notfalldienst, die hat aber eine erhebliche Wirkung. Ich war selber in Dresden mit Notfalldienst und die Notfälle haben sich halbiert. Und man wusste dann, also entweder das Zuzahlungsbefreit oder hat wirklich was oder beides. Aber was anderes gab es nicht mehr. Und erstaunlich ist dort, das hat eine Nachwirkung, das ist eigentlich bei dem normalen Notfalldienst so geblieben. Nicht so geblieben ist es beim Krankenhaus. Im Krankenhaus hat es damals auch einen Rückgang gegeben, aber einen geringen und seitdem einen kontinuierlichen Anstieg. Es geht ja nur um nicht gesperrte Gebiete und in dem nicht gesperrten Gebiet könnte man ja überlegen, ob es mal irgendwie so eine Teilanstellung gibt, wo man sagt, okay, da darfst du 10 Stunden in der Woche jemanden anstellen, die rechnen auch an in der Bedarfsbank, aber Hauptsache, wir haben einen, der wird versorgt. Das könnte man sich ernsthaft mal überlegen, das Modell ist. Nee, wenn es nicht überversorgt ist. Wenn es gesperrt ist, geht es nicht. Aber wenn es nicht gesperrt ist, könnte man darüber mal nachdenken. Nicht. Nee. Ja, so ganz so ist es ja nicht. Also ich als Sozialdemokrat kann schon mal sagen, dass wir ja gerade jetzt an den Punkt angekommen sind, wo wir sagen, die Pari-Pari-Finanzierung der Krankenversicherungsleistung ist ja nicht mehr da. Und wir kämpfen eigentlich darum, um das wieder herzustellen. Ich war gerade mal in Taiwan und da hat man gesagt, was? Ihr habt die Hälfte Arbeitgeber, tragen die Krankenversichertenleistungen und die Hälfte die Arbeitnehmer. Wir bezahlen alles als Arbeitgeber, weil wir die Fachkräfte brauchen. Uns ist das was wert. Vision in die Zukunft, sage ich jetzt mal so. Darum sind wir jetzt dabei und kämpfen da wieder drum und sagen, wir wollen das nicht, dass der Arbeitnehmer ja alles will. Und dann soll man noch zusätzlich was zahlen. Wenn das ausgeglichen ist, dann kann man natürlich über andere Dinge wieder nachdenken. Das finde ich schon vielleicht auch überlegenswert, aber nicht jetzt. Und das andere ist natürlich, Sie haben es ja gesagt, 2/3 Mehrheit fast im Bundestag durch unseren Koalitionspartner CDU und CSU, alles etwas schwierig. Wir hätten gerne die Bürgerversicherung, wo alle einzahlen und wo man auch sagen kann, haben wir keine Privaten mehr und keine allgemeinen. Das sind auch nochmal Überlegungen, die in dieses System mit reinspielen, wenn da Veränderungen gestrichen werden würden. Aber leider auch zum Glück ja eine Demokratie und da muss man immer wieder den kleinen gemeinsamen Nenner finden. Und insofern denke ich, sind wir mal als Legislatur, die 2 Jahre alt ist, gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern über all die Wege gegangen, davon noch gar nicht gesprochen haben, Prävention zum Beispiel. Das Präventionsgesetz ist seit ungefähr 9 Jahren durch eine ganze Menge, das ist bekannt in den Kreisen, und durch Ulla Schmidt, immer wieder betrieben worden, was nicht funktioniert hat.
weil wir jetzt im Umkehrarm, wir wollen nicht gucken, wie krank wird der Mensch beim Arbeiten oder durch das Alter, sondern wie können wir ihm während der Arbeit Möglichkeiten schaffen, dass er gar nicht erst krank wird. Und das ist natürlich ein Geschäft, wo ich selber schon mal tätig war, in der Revision der Bundesagentur für Arbeit, wo der Bruder damals gesagt hat, wir haben zu hohe Krankentage, wie können wir sich machen, wie können wir das unterbringen und was können wir messen. Und das ist das Schwierige, du kannst es nicht messen. Also wenn wir jetzt das Geld reingegeben haben, an die Krankenversicherungsträger, Prävention zu betreiben, dann können sie sagen, das haben wir uns ja gut gemacht. Wir haben aber keine richtige Messlatte, um zu sagen, ist es denn gut oder ist es schlecht. Aber ich denke, der Weg ist richtig, um nicht erst zu warten, bis alle krank sind. Das ist jetzt gar nicht beigetragen. Ja, bitte jetzt mal von Mundspitze zum Pfeifen. Die Hydra-Verwaltung, Verwaltungsaufwand, der ist noch gar nicht mit ins Spiel geführt worden. Und der scheint mir doch eine Größe zu sein, die man richtig bekämpfen muss. Denn es sind sehr viele Praxen, die wirklich mit Auflagen und mit viel, viel, viel Papier und Abrechnungen Zeit verbringen, die woanders besser angelegt wären. Dies geht bitte an die Runde. Ja, verstanden? Also die Politik kann sich jetzt etwas doch rausnehmen, weil der GBA, den gibt es und der wird mit vielen Dingen beauftragt, nämlich im System Veränderungen herbeizuführen, zum Beispiel Entbürokratisierungssachen und ähnliches. Ich halte mich jetzt einfach zurück, die Fachleute sitzen hier. Also da äußere ich mich gerne dazu. Und zwar vor 11 Jahren, als ich dieses Antragsbeispiel angetreten hatte, gab es bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, da lagen Sie jetzt nicht eine sogenannte Entbürokratisierungskommission in Deutschland. Ich habe gedacht, das interessiert mich das Thema, da machst du mal mit. Aber ich war zweimal dort, danach habe ich wieder mal vermisst, ich weiß nicht, was jetzt das Ding noch gibt. Aber ich habe dort eine Erfahrung gemacht und die hängt mit dem zusammen, was ich vorhin sagte, bezüglich einer meiner Ansicht nach erforderlichen Eigenbeteiligung. Nämlich, hier gibt es mal ganz gut, hast du das Bild der bürokratischen Hürde. Viele Bürokratie, die hier der Arzt machen muss, ist letztlich eine Bürokratie, um zu verhindern, dass die Leistungsinanspruchnahme ausufert. So was wie Physiotherapie-Rezept, also was früher alles war, ein ganz normales Rezept, konnte man alles abschreiben. Heute gibt es Physiotherapie, Logotherapie, Ergotherapie, überall. Der Zweck ist eigentlich, dass man eben, wenn das so mühsam ist, das bewegter macht. Ja, und wenn man eine solche bürokratische Hürde hat, die im Anfang mit einer Absicht hingestellt hat und noch festhält, und dann kommt jetzt blauäugig, ich sage immer Bürokratie abbauen, und habe schon gesagt, das tue ich mir noch einmal an und dann wird es mir leid gemacht. Ja, das ist schon, da wäre eben eine andere Steuerung dieser Menge über eine ehrliche Steuerung über Geld das Richtigere und was Sie sagen, die Parität, also da habe ich überhaupt kein Problem, da würde ich mich sofort dafür einsetzen, wobei man natürlich meine Parität bedenken muss, oder egal wie es ist, den Krankenversicherungsbeitrag muss am Ende der Arbeitnehmer erarbeiten. Und das ist ja, also in dem Moment, wo das jetzt komplett der Arbeitgeber bezahlen würde, würde er eben halt einen geringeren Lohn bekommen. Die Parität ist ja nur aus dem Grund, oder damit die Beteiligung der Arbeitgeber ist ja nur aus dem Grund wichtig, damit auch die Arbeitgeber ein Interesse haben, dass das System effektiv wird. Das ist eigentlich die Hauptsache. Wenn ich sonst habe, wenn ich eine Seite gar nicht mehr hat, ist ja so. Und jetzt ist es ja auch in dem Fall so, dass die Arbeitnehmer auch zweimal arbeiten. Die arbeiten erst rein zum Arbeitgeber und bezahlen zusätzliche Beiträge. Und das ist die Parität. Wir sind doch vorhin bei der Frage. Ja. Bürokratiemonster, wie sehen Sie das an? Bestimmt würde mir einfallen, dass sie gleich Klausel-Tests geprüft werden mit dem PC und da auch schon mal noch einen entfallen. Das sind kleine Schritte und da bin ich mir schon bewusst, dass das so ist. Aber die können wir nur gemeinsam gehen. Also wenn dort der Bedarf besteht, einfach in der KV oder bei uns, werden sie da immer auf unsere Hof hingehen. Was wir nicht können, wir können sie einfach sagen, das geht alles ohne Papier, bin ich bei Frau Heckemann, das wird nicht funktionieren. Das wäre auch ein kleiner Buchstaben. Wie erst denn, wenn wir die mehreren hundert Krankenkassen, die es gibt, die gesetzlichen Krankenkassen, die ja alle einen ähnlichen Leistungsumfang haben, wenn Sie erstmal die einfach einstampfen auf zwei, meinetwegen, und dann haben wir schon mal vom Verwaltungsaufwand her den einzelnen Krankenkassen so viel Geld gespart, und dann wieder der ärztlichen Versorgung
Bevölkerung gerade in ländlichen Räumen zur Verfügung stehen können. Da bin ich, ganz bei Ihnen, wenn es nur noch die Hausaufgaben gibt. Nein, Spaß beiseite. Wenn man die Entwicklung sich anschaut, wir kommen von einer vierstelligen Krankenversicherungszahl, haben Sie völlig recht, ich spreche jetzt von noch mehr als 100, von 119, die wir noch haben, davon 98 Betriebskrankenkassen. Das heißt, wir haben 98 kleine, regelvolle kleine Krankenversicherungen und dann haben Sie noch 20 wirklich große, so wie unsere. Insoweit hat sich das in den letzten Jahren in einem relativ selbstständigen Prozess schon sehr ausgedünnt. Sie haben sicher recht, dass man das System sicher noch weiter straffen kann. Ich gebe auch eins zu bedenken. Wenn Sie in bestimmten Regionen keinen Wettbewerb mehr haben, dann wird eine Krankenkasse kommen, wird ihre Schadenhülle aufbauen mit dem kleinen Bullauge und wird sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich, lieber Patient. Das heißt, ich will damit nur sagen, der Wettbewerb ist auch dafür gut, dass es entsprechende Angebote gibt. Sie sehen es bei der Warner Krankenversicherung, nichts gegen die Kollegen, die leisten gute Arbeit. Aber da wird hier eine Klärung zugemacht, da wird da was nicht gemacht, da geht vielleicht noch ein Patienten, habe ich jetzt gelesen, ein Patientenbus oder ein Beratungsbus durchs Land. Das kann es nicht sein, und insbesondere im ländlichen Raum, von dem wir hier sprechen. Da sind wir anders aufgestellt und versuchen, die Region noch zu erhalten. Das kostet Geld, da bin ich völlig bei Ihnen, wobei unsere Kosten immer noch niedriger sind als der Durchschnitt DKV mit etwas über 4%. Das ist immer noch viel Geld, da haben Sie völlig recht. Aber ich warne davor, das alles zu verteufeln und zu sagen, wir machen das jetzt alles einheitlich. Ich glaube, das wird zu einer Verbesserung für die Versicherung und die Einwohner der Region nicht beitragen. Und die kleinen Krankenkassen haben nicht unbedingt einen höheren Verwaltungsaufwand, auch nicht unbedingt einen höheren Beitrag. Wenn das so wäre, dann wären die alle schon verwacht, dann wäre die Marktbereinigung schon weg. Aber gerade eben die Betriebskrankenkassen, die noch wirklich einen Betrieb im Hintergrund haben und lokal irgendwo sind, da sagt, sagen wir auch, solange die Leute dort, die ein Wahlrecht haben, dort sind, warum sollte man das beenden? Die Marktbereinigung geschieht, also ich denke mal jedes Jahr, auch jetzt noch sind zwei, drei, die weggehen und durch Zusammenschlüsse und sonst was, das läuft eigentlich von alleine. Es waren halt so draußen, jetzt ist es nicht. Vielleicht noch eine Einleitung zu der Anfrage. Es würde eine Einheitskasse geben. Dann hätte das unweigerlich auch Auswirkungen auf übrige Leistungsanbieter. Die Vertragsgestaltung stellt sich vor, ein Sanitätshaus hätte nur noch mit einer Kasse den Vertrag und die Marktmacht einer solchen Kasse hätte gravierende Auswirkungen.